Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück in Stuckleborst an der schönen Flimse. Das ist der Fluss, der hier durchgeht und wir haben aktuell, gestern kam keine Folge, ich entschuldige mich dafür, der Vergangenheitsgronk hat mich einfach in dieser Hungersnot, die ja momentan herrscht, hat der mich einfach alleine gelassen, dieser Drecksack Vergangenheitsgronk, ich hasse den. Zum Glück ist der Gegenwartsgronk natürlich viel besser und der Zukunftsgronk wird wahrscheinlich genauso ein Arsch wie der Vergangenheitsgronk. Ich kenne ihn ja. So, beziehungsweise ich werde ihn kennenlernen. Noch kenne ich ihn ja nicht. So, aber jetzt ist erstmal wichtiger. Das ist immer lustig mit diesen temporalen Effekten, aber darauf gehe ich jetzt mal nicht ein, denn wir haben hier momentan eine Hungersnot und ich muss ganz kurz gucken. Mit dem neuen Mikrofon, so rede ich jetzt rein. So rede ich von der Seite eher. Es hört sich ein bisschen anders an, aber der neue Mikrofonständer ist tausendmal besser. Leider ist wohl... Alter, die holen da schon Fleisch? War das ein Jäger? Das war ein Jäger aber, ne? Die sind ja noch... 7 von 7, doch. Ach, die sind schon zugange. Hatte ich so nicht auf dem Schirm. Sieh an. Das heißt, die können da ruhig mal ein bisschen was wegholen. Und eigentlich, wir haben ja theoretisch genug Felder. Die Leute wohnen genau nebenan. Die müssen die Sachen, na gut, von da rüber nach da bringen. Oder halt von da... Hier hinten ist natürlich ein bisschen blöd. Die Arbeiter wohnen zwar gleich nebendran, aber wir brauchen hier oben noch irgendwie ein Lager, um die Sachen abzulagern, damit die Leute sich auch was zu essen holen können, was zu fratzen. Das machen die jetzt immer da unten oder sonst wo. Ich habe mir natürlich die zahlreichen Tipps durchgelesen. Was tun im Falle einer Hungersnot? Zum Beispiel den Gürtel enger schnallen, zum Beispiel eine Diät halten. Sehr oft wurde sich gewünscht oder der Tipp gegeben, wir sollen hier einen Fischermann bauen. Hier unten am Fluss, 2 Stück sollen wir bauen, die sich gegenseitig nicht ausbremsen. Und ich bleibe jetzt extra mal ganz kurz auf. A fishing dock cannot be placed in this location. Ah, yes. Ah, maybe this way or this way. The way. That's the way I want it to be. And maybe I'm not so sure. Da haben wir noch so. So, da kann man den hinbauen. Anders geht's ja nicht. Dann müssen wir den hier doch ins Gebälk bauen, da wo der Typ eigentlich am Rumflinsen, am Rumsammeln sein soll. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass es hier auch Bären gibt und sowas. Hier gibt es zwar Wald, aber keine Bären. Also ich meine jetzt nicht Bär, sondern ich meine Bären. Also Him und Brom. Keine Grau und Eis, sondern nur Him und Brom. Hört sich an wie eine Kinderserie. Him und Brom. So. Fishing Dock. Soll ich hier mal, ich hau hier einfach mal hin. Es wurde mir mehrfach gesagt, ich halte mich da jetzt einfach mal an die Kommentare. Kommentare, was da wolle. Jetzt, das geht bis dahin. Das heißt, hier könnte ich den nächsten einfach mal mit hinbauen. So nicht. Er muss tatsächlich so hängen. Ich baue alles hin, was uns irgendwie Nahrung bietet. Wobei ich von den Fischerleuten echt nicht so überzeugt bin, muss ich ja zugeben. Wir haben Rohstoffe, haben wir. 2, 3, wie es aussieht. Da haben wir die Not überwunden. Übrigens ist der Sound vom Mikro leider gerade ein bisschen, ich weiß nicht, rechts- oder linkslastig. Einige werden das auf ihrem Super-Equipment hören. Das Problem ist nicht etwa, dass ich jetzt das Mikro anders gedreht habe. Das Problem ist einfach, dass offenbar, ich habe einen Kabelbruch beim linken oder rechten Kabel. Beim PC kommt nur ein Monosignal an, beim Mischpult habe ich noch Stereo, also Mikro nehme ich ein Stereo auf hier, Login. Und, Surround wäre auch doof. Jetzt bin ich hier hinten. Und da kommt nur ein Signal an. Der PC gleicht es aus, der legt das eine Monosignal auf als Stereo an. Aber es hört sich dann links- oder rechtslastig an. Ich glaube rechtslastig, ich bin mir nicht sicher. Ich probiere mal eben was. Geht das hier jetzt? Stell dich nicht so an, dreh dich doch mal. Ich probiere es... Hallo? Das Mikro knackt gerade ein bisschen. Ich probiere es jetzt mal so. Vielleicht hört sich das besser an, aber dann rede ich... Dann rede ich mehr ins Mikro rein. Da muss ich aufpassen wegen dem... Weil ich kein... Popschutz dran habe. Ich hoffe, es geht. Ich werde ganz sanft reden. Ja, hallo, Stuckenborstler. Apropos Stuckenborstler, apropos hallo, ich werde ganz sanft sein. Aha. 15, muss ich mal ausziehen. Aber ich baue momentan natürlich erstmal keine Häuser. Wir haben momentan genug Probleme. R34, natürlich, Sie 13 und Studentin. Ich sag nur, hallo Stuckenborstler, hier ist wieder Pedofunk FM, euer Ingame-Radiosender. Heute wurden wieder junge Mädchen am Kindergarten gesichtet, alle noch Single. Der ist ein bisschen...
Ja, diese Krabbelgruppenbefruchtung in Stuckenborstel ist mir so ein bisschen, weiß ich nicht, muss ich kritisch drauf äugen. So, hier ist ein Typ, pass auf, der holt da zwar Nahrung, das ist ganz gut, der kriegt da ein bisschen was mit hier, aber die müssen dann 1000 Jahre weit laufen. Ich muss hier einfach diese Lagerhalle hier bauen. Dann können die Einwohner sich die hier abholen, aber dann können die zumindest schnell mehr sammeln, als dass sie laufen, weißt du? Ich baue die aber hier, weil das wird also eine Sammelstätte für die alle, wobei das wird dann doch ein bisschen gewagt. Ich guck mal, vielleicht baue ich die auch eher hier, aber die muss ja trotzdem, das muss ja abgeholt werden. Vor allem muss ich gucken, dass sie überhaupt bauen. Das gibt's nur in Stuckenborstel, Stuckenborstel vor Tewin. Merkt man, dass ich wieder zig Wochen nicht gespielt habe? Vor allem immer, weil bei Stuckenborstel die Aufnahme in den Arsch geht. Ich mache das jetzt so, ich time jetzt jede Folge 20 Minuten und ich hoffe, er bricht dann nicht gleich wieder ab und sonst kann ich die Aufnahme mit Stuckenborstel, mit Stuckiborstel ganz vergessen. Oder ich muss was anderes einfallen lassen, wenn er hier nach 20 Minuten Aufnahme auch wieder den Geist aufgibt. Dass ich dann nie dazu komme, irgendwie mal richtig aufzunehmen. Das ist auf Dauer schon ein bisschen doof. Ich baue die einfach mal hier hin, ne? Hier ist ein Weg. Da kann man gleich ran. Kann man so machen, ne? Einfach mal hier hinbauen als Zwischending. Oder ich baue die halt... Ich baue die ein bisschen näher hier so in der Gegend. Hier müsste ja eigentlich gehen. Ich hoffe, ich nehme dem Gatherer nicht zu viel Krams weg, weil da wieder Pilze stehen. Aber ich glaube, der gesparte Weg ist dann schon ein bisschen besser. So, das gibt's nur in Stuckenborstel, Stuckenborstel vor Tewins. Stein haben wir jetzt, ja? So, das ist dann Ditte. Und eigentlich müsste ich das noch anknüpfen an da hinten. Leider ist das dann nicht ganz durchgängig, weil hier die Brücke ist. Aber wir werden es überleben. Dann macht vielleicht hier und dann macht er so einen Grüngürtel oder sowas. Huch. Mach da so einen kleinen Grüngürtel hin. Ja, ich mache einen Steinweg einfach nur, damit es schneller geht, damit die Leute schneller laufen können. Denn wir brauchen die Nahrung überall. 4100 haben wir jetzt. Hätte ich vielleicht vorher mal drauf achten sollen, statt hier so rumzuschlawenzeln die ganze Zeit. Oh ja, na. Und es wird schon... Es ist Spätherbst. Ich habe gar nicht auf die Felder geachtet diesmal. Ich habe einfach angefangen, doof wie ich bin. Aber ich glaube, die Felder waren eh schon abgeerntet. Ich weiß das gar nicht mehr. Es ist so lange her. Es tut mir leid. Alter, aber das ging jetzt schnell. Also da muss man sagen, die haben ja eh nichts zu tun. Die hungern ja nur den ganzen Tag, weißt du? Da können die auch ruhig mal was bauen. Wenn man sonst nichts zu tun hat, außer den ganzen Tag rumzuhungern, das ist wie rumlungern, nur mit mehr Schmerzen im Bauch, dann kann man auch mal Häuser bauen, wie zum Beispiel Fischer. Das Lagerhaus wird sofort gebaut, der Fischer nicht. Sollte man denken... Dass die Leute es besser wüssten. Aber... Oder habe ich das Haus schon vorher gebaut? Nee. Hätte ich gemerkt. So. Increase Priority. Und auch hier mal in Krisen. So ein bisschen. In Krisenzeiten einfach mal in Krisen. Und hier oben wird einfach mal direkt ein Lagerchen gebaut. Was ich ganz formidabel finde. Hier sind noch... Hier ist noch Wildfang. Da können wir theoretisch also noch einen Jäger hinbauen. 4200 Nahrung. Na, ich hab Angst. Ich glaube, die Nummer mit den Feldern war eh durch. Ah, da wächst Fleisch nach. Ah, Fleisch auf Beinen. Lecker. Liebe Veganer, es tut mir leid für dieses Horrorszenario. Ihr könnt euch so lange hier den Wald angucken. Wald mit Croutons. Köstlich. Die armen Veganer, ne? Die werden ja immer so fertig gemacht. Da macht man sich ja immer so drüber lustig, weißt du, zu schwach, um aufzustehen, lalala, alles sowas. Oder zu schwach, um in die Metzgerei zu gehen, Veganer. Nee,
Aber, liebe Veganer, ihr müsst uns Fleischesser ja auch mal verstehen. Momentan, ganz ehrlich, egal wo man hingeht, egal mit wem man redet, vegan, 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 ach, du bist nicht vegan, ach, vegan, 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 vegan. Jede Kochzeitschrift, jede Seite, vegan, vegane Ernährung, das neue Vegan, vegan for fun, vegan dies, vegan das. Ich will doch nur ab und zu, ich will kein Geächteter sein. Ich will ab und zu mein Fleisch essen dürfen. Ich weiß, ich passe vielleicht nicht mehr so ganz in diese aufgeklärte, moderne, politische Welt, wo alles politisch korrekt sein muss und so weiter. Und wo alles so ein bisschen, ich weiß gar nicht, so pseudomodern irgendwie ist, wo Männer zu Frauen werden und Frauen lesbisch und irgendwie alles ganz komisch ist. Ich lehne mich ja sehr weit aus dem Fenster mit meinen Thesen. Ich weiß das schon. Es tut mir leid. Ich möchte damit provozieren. Ich hoffe, es gelingt mir ein bisschen. Auf das Männer-Frauen-Thema können wir später mal zu sprechen kommen. Aber gerade dieses Vegan ist momentan... Vegan ist das neue Schwul. Oder es geht Hand in Hand. Ich weiß es nicht. Es ist... ich weiß gar nicht, wie ich es erklären soll. Ich habe das schon mal angesprochen. Ich möchte auch ein gleichberechtigter Hetero sein, zum Beispiel, ne? Möchte ich auch gerne. Ich habe keinen Christopher Street Day. Andererseits werde ich natürlich nicht verfolgt oder so. Oder halt als Randgruppe. Doch, als Hetero bin ich inzwischen eine Randgruppe eigentlich. Aber ich möchte auch Hetero sein dürfen. Und ich möchte es auch gut finden, Hetero sein zu dürfen. Ich gönne jedem sein Schwulsein. Ich gönne jedem, mit schwul meine ich natürlich auch lesbisch, da meine ich alles einen Sack, ne? Genau wie Hetero ist alles einen Sack, da packst du alles drin. Sind eh am Ende alles nur Menschen. Das darf man nicht vergessen. Und, oh, unser Friedhof ist voll. Wahrscheinlich alle verhungert. Nee, wahrscheinlich nicht. Das darf man nicht vergessen. Und es ist eigentlich, ich sehe es genau, Alter, ich stelle hier heute Thesen auf, ich lehne mich heute mega aus dem Fenster, ich werde heute anecken überall. Ich sehe es ein bisschen wie beim Feminismus, möchte man eine Gleichbehandlung oder möchte man immer darauf hinweisen, dass es total toll ist und dass es total modern ist und dass es total super ist, dass man schwul ist oder lesbisch, ich schwul, einfach homosexuell, dass man homosexuell ist. Ist das was Tolles? Ich meine, klar, ich gönne es jedem, wie gesagt, aber das ist doch nichts, das ist doch jetzt kein Prädikat, so, oh, hey, du hast es geschafft, du bist schwul, super. Das ist einfach nur so... Man ist es halt einfach. Da muss man doch jetzt auch kein Fass aufmachen. Verstehst du, was ich meine? Das ist einfach jedem das Sein, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Ich fühle mich wohl, wie ich bin, mit all meinen Eigenarten, mit all meinen Eigenschaften, mit all meinen Charakterlichkeiten, mit allem, was mich ausmacht. Fühle ich mich einfach wohl, aber ich muss es nicht an die große Glocke hängen. Das ist so, als würde ich immer erzählen, hey, erzähle ich manchmal, ganz selten zu Gelegenheiten, man hat ja Gelegenheiten, das zu erwähnen, wo man dann sagt, hey, ich bin Halbrusse. Nee, meine Mutter ist Russin. Ich finde das toll, ohne Frage, ich finde das wirklich toll, muss ich ja ehrlich gesagt sagen, ich finde auch toll, diese Erinnerung zu haben an Russland, wo man damals immer da war und so eine Geschichten. Und auch beim Metro-Spielen zum Beispiel habe ich mich echt, fand ich toll, war ich so ein bisschen in die Kindheit zurückgeworfen, wo man dann wirklich mit der Metro da rumgedüst ist. Und ich traue mich immer nicht, das zu sagen, das nächste Haltestelle auf Russisch, was da mal ganz typisch kam, traue ich mich nicht zu sagen, weil mein Russisch sich so lächerlich anhört. Es tut mir leid, Mutti. So, jedenfalls, ich bin halb Russe, aber ich muss damit nicht immer hausieren gehen und ich muss jetzt auch nicht darauf pochen, dafür eine Sonderbehandlung zu bekommen. Und ob ich jetzt als halb Russe geboren bin oder als Schwuler, das spielt doch keine Rolle. Das bin doch nur ich. Weißt du, was ich meine? Es ist kein... Es ist nichts, was man irgendwie... Weiß ich nicht. Na klar, verstehe ich mich auch super mit anderen Halbrussen, russischstämmigen Russen, was auch immer. Aber natürlich versteht man sich als Schwuler auch oft mit anderen Schwulen. Oder du verstehst dich als CDU-Wähler besser mit anderen CDU-Wählern. Das kann man doch nicht vergleichen. CDU in einem Satz mit Schwulsein. Da geht mir aber der Arsch auf Grundeis. So, nee, jedenfalls, was ich damit sagen möchte, ist, jedem das Seine, aber ich finde diese Moderne, genau wie bei Veganern, ich bin ein bisschen vom Thema abgekommen, genau wie bei Veganern, ich finde es toll, dass es Veganer gibt, ich bewundere das, muss ich zugeben, ich versuche auch selber meinen Fleischkonsum ein bisschen einzuschränken hier und da, aber ich, was das angeht, bin ich wirklich, da bin ich echt kein Gutmensch, da bin ich einfach ein bequem Mensch, ich mag es einfach gerne. Ich bin
Ich bin ein Löwe. Ich brauche mein Fleisch. Ich bin einfach ein Löwe vom Gemüt her. Nee, aber ab und zu, ich muss das einfach ab und zu mal haben. Ich weiß, ich könnte ganz drauf verzichten, aber dann würde mir im Leben einfach etwas fehlen. Ein großes Stück an Lebensqualität. Und ich weiß, es gibt diese Theorien, ich weiß nicht, ob das inzwischen bewiesen wurde, keine Ahnung, dass Menschen im Grunde genommen gar keine Fleischfresser sind, sondern eigentlich Pflanzenfresser, denn sonst hätten sie spitzere Zähne und so weiter und so fort. Aber Menschen essen Fleisch, auch wenn das nicht gut für sie ist, auch wenn es stinkt am Ende, was da rauskommt und so weiter und so fort. Oder generell auch Milch ist, glaube ich, auch so davon betroffen, ne? Darfst du auch keine Milch trinken, weil das ja auch, das gärt und fault ja so im Bauch oder im Darm. Und dann genau wie Babypupse, sage ich mal, wenn die halt viel Muttermilch, ist das Muttermilch oder ist das Milch aus der Flasche, ich weiß es nicht, jedenfalls fängt die dann erbärmlich an zu stinken, die Windel, und genauso ist es dann auch später, wenn man viel Milch trinkt, so wird es gesagt, so wird es behauptet, dann rottet es im Enddarm und es stinkt gar fürchterlich, setzt man sich mit dem prallen Bäckchen auf einen Porzellanthron, ja. Jedenfalls, ich weiß, dass das alles vielleicht nicht gut ist. Ich weiß, dass man hier und da gesünder leben könnte. Das weiß ich alles wohl. Aber ich will gar kein Vorzeigemensch sein. Das will ich gar nicht. Ich will auch nicht an allen Ecken und Enden politisch korrekt sein. Ich möchte im Kopf fit sein. Ich möchte überlegen, bevor ich Sachen sage. Ich möchte zum Beispiel, wir haben ja im Livestream wie heißen jetzt diese Schaumküsse gegessen? Es heißt jetzt Schaumküsse, verdammt nochmal. Ich bin aufgewachsen damit, dass es Negerkuss heißt. Es gab da eine Dame auf Twitter, die sich beschwert hat. Und es tut mir leid, dass wir das gesagt haben. Aber es hieß nur mal so, ich bin damit aufgewachsen. Es hieß immer so. Und du verbindest mit diesem Wort, verbindest du kein rassistisches irgendwas. Damit verbindet man nichts Rassistisches, sondern man verbindet damit eine wohlschmeckende Schaumspeise. Etwas Gutes, etwas Tolles, etwas, was man unbedingt haben wollte. Es gab auch dann noch diese Negerkussbrötchen. Ich muss es sagen, weil das Wort einfach so hieß. Ich weiß nicht, wie die heute heißen. Ich habe die schon ewig nicht mehr gegessen. Das war ein Geschenk einfach. Das war so etwas Tolles. Und ich finde es toll, etwas Schönes damit verbinden zu können. Statt irgendwie Sklaverei oder sonst irgendwas. Ich denke doch nicht an Sklaverei, wenn ich ein Schaumkussbrötchen esse. Da denke ich, Gottes Willen. Nichts liegt mir ferner, ganz ehrlich, ich verbinde das einfach nur mit was Positivem, ergo verbinde ich alles mit was Positivem. Ich liebe Schaumküsse, Gott, das fällt mir schwer, das zu sagen, weil ich es nicht gewohnt bin. Es tut mir leid. So, politisch korrekt sein ist auch schwierig und vor allen Dingen ist es schwierig, heute, man darf nicht mehr unangepasst sein. Man darf nicht mehr unangepasste Sachen sagen. Es ist schändlich zu sagen, ja, ich finde es toll, dass ich hetero bin. Sofort kriegst du einen auf die Glocke. Ja, du bist überhaupt nicht aufgeklärt, du bist nicht aufgeschlossen. Natürlich bin ich das. Wie gesagt, jedem das Seine, das ist mir völlig Wurst, da kannst du machen, was du willst. Aber ich finde es aus meiner Perspektive heraus genauso toll, ein Hetero zu sein, wie ein Schwuler oder eine Lesbe es womöglich toll findet, homosexuell zu sein. Aber ich möchte, dass man mir das auch gönnt. Ich möchte, dass man mir das auch zuspricht, denn ich möchte mich nicht ändern müssen. Ich habe kein Problem, ich mache keine Unterschiede, ob welcher Sexualität jemand nachfrönt oder ob jetzt jemand sich irgendwie von Gras und Schnittlauch ernährt. Oh, das war gemein. Aber ich habe momentan einen schweren Stand als Fleischesser, meine Fleischesser-Ehre zu verteidigen oder meinen Standpunkt zu verteidigen, weil mir sofort von zig Gutmenschen nahegelegt wird, wie schlecht doch meine Lebensweise ist, nicht nur mir selbst gegenüber, sondern auch den armen Kreaturen gegenüber, die ich hinunterschlinge. Aber genauso kann man einem Löwen sagen, ey, ist doch ein Radieschen. Es klappt einfach nicht. Ich weiß, ich bin kein Löwe, ich weiß, ich bin ein Denkenswesen, ich weiß, ich entscheide selber, aber ich will es einfach nicht. Das ist meine Entscheidung, bitte akzeptiert das, bitte toleriert das. Ich bin politisch inkorrekt, ich werde immer politisch inkorrekt bleiben, wahrscheinlich mein Leben lang. Und ich werde wahrscheinlich nicht als schwuler Veganer enden. Das wird mir wahrscheinlich nicht passieren, damit muss ich mich abfinden. Mein Platz in der Welt muss ich somit einnehmen. Ich werde mich gegen diese politische Korrektheit vergleichen müssen. Ich werde wahrscheinlich auch nicht anfangen, in Klammern wahrscheinlich, es ist mir schon mal passiert, mir wurden schon mal die Augenbrauen gezupft. Es waren, liebe Damen,
Oder auch die Herren natürlich. Inzwischen ist das ja alles so ein bisschen Mischpoke. Inzwischen schminken sich Männer, inzwischen zupfen sich Männer die Augenbrauen, rasieren sich die Beine. Das ist alles jedem das Seine. Wie gesagt, wie er es mag. Aber liebe Damen und liebe Männer mit gezupften Augenbrauen, Respekt. Es ist echt, ich mache hier gar nichts, ne? Ich hänge die ganze Zeit nur in der Luft rum und warte, dass dir. Es tut mir leid, auf jeden Fall Respekt, es sind unglaubliche Schmerzen. Muss ich sagen, vor allen Dingen, wenn man es. Ich weiß nicht, ist es nur, wenn man es nicht gewohnt ist? Gewöhnt man sich da irgendwann dran? Nee, ne? Ich habe jetzt die ganze Folge nur durchgequatscht, tut mir voll leid. Eigentlich wollte ich ja gucken, 3700. Alter, jetzt habe ich mich überhaupt nicht um Stucki Borstel gekümmert, jetzt habe ich die ganze Zeit hier nur über politische Korrektness gelabert. Es tut mir leid, ich lasse die Menschen hier verhungern. Aber wären sie vegan, könnten sie sich wesentlich mehr Grünzeug hier anbauen. Guck mal hier, das ist ein köstlicher Kopfsalat. Pilze im Wald, die könnten alle losgehen, sich selber Pilze sammeln, das könnten sie. Sie tun es nur nicht, sie verlassen sich darauf, dass andere es tun. Lieber verhungere ich, als selber einen Salat aus dem Walde zu holen. Das ist Stuckenborstel, wie es leibt und lebt, denn dafür gibt es ja schließlich eigene Arbeitsplätze. Werden diese Häuser jemals fertig? Ich habe so meine Bedenken. Jetzt juckt meine Nase auch noch zu allem Überfluss. Man hat sogar immer Angst bei solchen Themen, also bei vegan, bei Fleischessen, bei Sexualität, bei Gesinnungen, bei Religion. Gibt es immer in irgendeiner Art und Weise einen Shitstorm. Und keiner versteht die eigentliche Kernaussage. Hast du was gegen Veganer? Hast du was gegen Schwule? Hast du was gegen Homos? Heteros? Heten? Hast du was gegen Heten? Hast du was gegen Fleisch? Hast du was gegen Löwen? Also wenige verstehen die Kernaussage oder wenige? Ich weiß es gar nicht. Zumindest schreiben es die wenigsten. Es geht mir einfach nur darum, dass alle tatsächlich gleichberechtigt sind. Frauen wie Männer, Heteros wie Homos, Veganer wie Fleischesser, wir haben alle unsere Berechtigungen. Da ist auch die Hautfarbe scheißegal, da ist auch alles andere scheißegal. Solange alle nebeneinander koexistieren können, ohne dass zum Beispiel in meinem Hinterkopf irgendwo, wirklich nur in meinem Hinterkopf irgendwo diese Hemmschwelle ist, so, oh, der ist schwul, ich muss aufpassen, was ich sage. Oder ohne dass im Hinterkopf diese Hemmschwelle ist, schwarz, jetzt muss ich besonders, weiß ich nicht was sein, aufpassen oder cool sein oder irgendwas. Wenn diese Hemmschwelle weg ist und man einfach nebeneinander koexistieren kann, dann haben wir, glaube ich, als Rasse kann man sagen, das ist Rassismus. Ja, wir sind alle eine Rasse. Es ist Rassismus. Wir sind alle eine Rasse, egal wer, egal wo. Dann haben wir es wirklich mal einen Schritt weiter geschafft. Auf einer langen Reise, die uns hoffentlich noch bevorsteht. So. Wenn dann noch Neid und Missgunst abgeschafft werden, na holla die Waldfee, dann kann es ja losgehen. So, 3900 Nahrung haben wir noch. Es sieht eigentlich, sieht es gut aus? Ich weiß es gar nicht, wir hatten mal 10.000. Jetzt kommt aber erstmal, wir sind im Late Winter. Ich habe die Felder gar nicht geändert, ne? Farmer 34 von 34. Ach, wir haben keine Bilder, ich Idiot, ich laber die ganze Zeit und mache hier nichts. Das ist das Problem nämlich. So, ein Laborer lasse ich mal da. Es tut mir leid, ich bin völlig abgelenkt. Weil ich einfach schon wochenlang wieder nicht gespielt habe. Und wir brauchen auf jeden Fall einen neuen Friedhof. Den alten kann man nicht abreißen, ne? Bauen wir einfach einen neuen hin. Einen mehrstöckigen am besten. So ein Friedhofshochhaus. Warum gibt es sowas nicht? Es gibt immer Friedhöfe, da ist so ein riesiger Park. Da werden Menschen unter die Erde gekarrt. Und wenn die Angehörigen die Rechnung nicht mehr bezahlen können, dann werden die Leichen weggeschmissen. Und der Friedhofsplatz wird neu belegt. Ja, auch, der Ausverkauf mit dem Tod, sage ich mal, ist eine andere Geschichte, eine ganz andere traurige Geschichte. Warum gibt es da eigentlich noch keine Hochhäuser? Ich meine, es werden ja auch immer mehr Tote. Und gerade in der Innenstadt? Aber wahrscheinlich lässt er da eh einäschern. Ich glaube, wenn ich mal sterbe, möchte ich eingeäschert werden. Habe ich mir so überlegt. Ich hatte mal leicht romantische Vorstellung, wenn ich mal tot bin, möchte ich eingeäschert werden und dann soll meine Asche von den Highlands so runtergestreut werden in den Wind. Von den schottischen Highlands. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. War meine Vorstellung. Inzwischen weiß ich es gar nicht mehr, ehrlich gesagt.
Da bist du ja inzwischen außen vor, wenn du deinen Körper nicht für wissenschaftliche Zwecke zur Verfügung stellst oder als Körper, als Organspender. Bist du auch außen vor. Was? Du bist kein Organspender? Magst du keine Menschen? Aber ich mache mir eher Sorgen darum. Ich glaube, meine Organe will niemand haben. Hey, bist du bekloppt, krank? Organe braucht jeder. Ja, weiß ich doch. Ich sag das nur so. Der arme Mensch, der meine Organe mal kriegt, der tut mir leid. Stimmbänder, die gehen. Mit ein bisschen Hustensaft ist das Gröbste wieder gerichtet. Aber sonst... Ich wurde mal gefragt, warum ich in den Aufnahmen immer so viel huste seit 2 Jahren. Nee, seit einem Jahr. Ich habe eigentlich schon immer in den Aufnahmen gehustet, aber früher waren die Aufnahmen kürzer. Hat man 1 Stunde aufgenommen oder 2. Inzwischen ist man so... Ich weiß gar nicht, inzwischen ist man so in seinem Metier drin, dass man tatsächlich die Aufnahmen teilweise auch mal 8-9 Stunden schaffen kann. Oder einfach durchzieht. Wenn das Spiel Suchtpotenzial hat, dann sitzt da auch mal 8-9 Stunden da und nimmst einfach durchgehend auf. Und na klar, die Stimme leidet dabei. Deswegen macht jemand zwischen den Aufnahmen, zwischen den Folgen eine kleine Pause, trinkt was und so weiter. Aber trotzdem, durch das viele Reden, sind die Stimmbänder natürlich sehr belastet. Also wenn jemand die Stimmbänder kriegen sollte, der hat da auf jeden Fall dick Hornhaut drauf. So. Wird hier jetzt gebaut? 57? Ja, ein bisschen wird gebaut. Ist es wieder eine Frau? Die ist bestimmt... Nee, die ist 48. Die 14-Jährigen sind ja hier die Gebärmaschinen. Die ist 35. Die haben alle schon die haben schon zu Hause die Hausarbeit erledigt. Das Werfen der Welpen. Hier 44, da siehst du schon, das sind alles die älteren Damen, die auf den Bau geschickt werden. Die jüngeren werden in Stuckenborstel zur Zucht benötigt. Hier 16. Ah ne, das ist Konstantin. Der Typ ist 16. Und sie ist 37. Das Kind ist 6, er war also 10. Alter, Respekt. Ist natürlich auch wieder so eine Sexismus-Sache, dass man bei Männern Respekt sagt und bei Frauen... Aber ich glaube, das inzwischen alles, weiß ich nicht, relativiert sich ja alles. Inzwischen gibt es ja auch Männer, Schlampen und taffe Frauen. Also ich glaube, wir leben in Zeiten der Identitätsfindung, kann man sagen. Bin mal gespannt, wie das weitergeht. Und in 100 Jahren vögeln alle nur noch mit Androiden. Da stirbt die Menschheit sowieso aus, bis auf eine Untergrundbewegung. So, 4 Labore haben wir wieder dazu bekommen. Ich lasse die mal laboren, beziehungsweise ich packe mal einen als... Nee, Herbalist brauchen wir nicht. Forrester... Ja, Forrester kann man einen dazu packen, warum nicht? Da ist wohl einer weggestorben, Trader brauchen wir nicht. Vendor, weiß ich, habe ich keine Ahnung, ob wir da mehr brauchen oder weniger. Oder wie auch immer. Ein Bilder können wir nochmal machen. So, da wird das Lager gebaut. Das heißt, wir können die Nahrung dahin schaffen. 2500. Es deucht mir ein wenig, als hätten wir die Nahrungskrise etwas überwunden. Wir haben in dieser Folge nichts gemacht. Na gut, wir haben das Lager da hinten gebaut und hier die 2 Fischer. Aber sonst haben wir nichts gemacht, außer ein bisschen quatschen. Und vielleicht haben wir die Nahrungskrise... Na, 1700, es geht immer noch ein wenig bergab. Ich glaube, Mitte des Jahres ist immer so ein bisschen knappi-knappi. Wieso habe ich das jetzt zugemacht? Ich weiß es gar nicht. Aha, aha, aha. Was born. Student. I was born by a Frau von Vorn. Wo war denn hier was, ne? Genau. Ich bin unkonzentriert. Ja, 1690. Da heißt es warten. 1647. Die Stuckis haben Hunger. Fischer brauchen wir. Wo ist denn hier der Fischer? Fisherman. 4. Setz ich mal so ein. 4 brauchen wir für einen. Boah. Und man kann mehr einsetzen auch. Man kann ja auch mehr Gatherer einsetzen. Haben wir schon 24. Warte ich mal, bis die Baustellen dicht sind. Dann setzen wir mal ein bisschen mehr ein. Ich hoffe, das klappt. Und ich mache mir so ein bisschen Sorgen, ob der Gatherer hier überhaupt performant ist. Ich wünschte, wie bei Siedler, dass man hier so eine Anzeige hätte, wie viel der performt. Zu wie viel Prozent. Ob das jetzt 10% sind oder 100. Oder 0. Würde ich gerne mal wissen. Müssen wir auch wissen. Was liegt denn da? Ah, ich glaube ja, wir kriegen jetzt auch Fleisch, also ich glaube das nicht nur, das ist ja so, wir kriegen jetzt auch Fleisch dazu und deswegen haben wir, das tut der Hungersnot ja auch noch ein bisschen gut, also schlecht in dem Sinne. So, hier keine Fischer. Bilder 4 von 4, ich warte noch ganz kurz,
bis die Bilder von dir vorbei sind. Meiner braucht man dann auf jeden Fall wieder. Wir haben zwar ein bisschen Stein und Holz und tralala, Stonecutter. Ich pack die mal weg und pack die mal einfach hier zu den Fischers. Ich warte aber noch, bis die Baustellen abgeschlossen sind. Ist ja eh nur noch die eine hier oben, oder? Was haben wir denn? Food? Ja, Food ist low. 558. 584. Scheiße, 606. Es geht ein bisschen aufwärts, aber gleich holen sie wieder alles raus. Ich weiß es doch genau. 700. 772. Wo kommt das her? 720. Ach, wahrscheinlich hier auch Beeren und Schmieren. Und Galeeren. Ich müsste ja eigentlich eine Straße durchbauen. Die müssen das jetzt immer von da nach da schleppen. Das ist eigentlich nicht ganz so geil. Hallo, Händler. Hallo, Händler. Alter, fahr mir nicht den Steg kaputt. Bist du scheiße? Alter! Du Bekloppter! Du Wahnsinniger! Da sind Menschen auf dem Steg! Da sind Menschen auf dem Steg. Atti. 48 Jahre alt. Das ist Attila, der Hundenkönig. Sandy. Sandys Friseuse hat eine Matte, eine Monströse. So, 1000 Futter haben wir wieder. Es scheint aufwärts zu gehen. Wir brauchen Labore, haben wir 3. Sind wieder nachgesprossen, offenbar. Und, jetzt, wo ist denn hier der Fisherman? Ich finde den immer nie. So. 8. Mach ich mal 10. Citizens without jobs. Ich fühle mich da immer so ein bisschen, wenn die... Das scheint ja gut zu klappen. Citizens without jobs hört sich traumhaft an. Das hört sich an, als würden die tatsächlich auch viel reißen. Okay, wo ist denn hier, wenn wir jetzt, Gatherer? Ich bin mir unsicher, ob das wirklich so ist. Da steht dann Citizens without jobs. Heißt ja, die haben keine Jobs. Oh, ich muss ein Folgenende machen. Ich hoffe, die Aufnahme schmiert jetzt nicht ab. Sonst muss ich gleich auf Facebook sagen, sorry Leute, heute fällt die Folge aus. Und ich muss erstmal wieder einen Header fixen. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder in einer weiteren Aufnahme von Banish. Tschüss. Also morgen in einer weiteren Folge. So, jetzt aber. Tschüss.